Wenn man online etwas sagt, kann das direkt Konsequenzen haben und das musste ich jetzt auch am eigenen Leib erfahren. Als ich nämlich im Review zu Belisar Sport Datum Folgendes gesagt habe, das war jetzt das erste Mal, dass ich die Belisar Sport Datum in dem Metal angucken könnte, muss ich Union Was Hütte gedacht haben, das geht so nicht, das müssen wir ändern. Und somit folgte dann eine Einladung von Union Glas Hütte nach Glas Hütte, um mir die Marke, das Werk bzw. auch die Uhren ein bisschen näher zu bringen. Add it up. Somit habe ich dann den durchaus etwas längeren Weg von mir aus gesehen nach Glas Hütte angetreten, um mich ein bisschen mehr mit der Marke vertraut zu machen. Und meine Lieben, wir planen durchaus noch ein bisschen mehr. Das heißt, solltet ihr spezifische Fragen zur Marke haben oder auch das ein oder andere Modell der Kollektion mal bei mir im Review sehen wollen, dann schreibt das gerne unten im Kommentarfeld, was für Fragen ihr da habt, beziehungsweise welches Modell ihr gerne mal näher sehen wolltet. Und ich werde gucken, dass ich euch das Ganze ein bisschen näher bringen kann. Natürlich habe ich mir auch einige Modelle von Union Glas Hütte angeguckt und solltet ihr jetzt sagen, Konstantin, Union Glas Hütte hatte ich bis jetzt so gar nicht auf dem Schirm. Was machen die denn so? Ich habe auch ein paar im Hands-On gefilmt und würde die dann auch dementsprechend gerne mit euch teilen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin im Moment sehr chronographenlastig, aber ich hoffe, ich habe eine schöne Auswahl hier getroffen und ich denke, das ein oder andere interessante Modell sollte dabei sein. Es ist Sommer, ich mag es bunt, beziehungsweise weiß immer so einen gewissen Tupfer an Farbe zu schätzen. Also würde ich sagen, wir fangen mit einem Chronographen aus der Viro-Linie an. Hier handelt es sich dementsprechend dann um die neue Silvretta Classic Edition und bei der Viro-Linie haben wir bei den Chronos dann auch immer eine Tages- und Datumskomplikation dabei. Etwas, was ich durchaus zu schätzen weiß, meine Lieben. Was mir natürlich hier besonders gefällt, ist der grüne Kontrast zum weißen Blatt. Das sticht auf jeden Fall direkt ins Auge. Und hier finde ich es dann richtig cool, dass man dann genau dieses Grün auch als Highlights im Armband wiederfindet. Obwohl, ihr wisst das, also das mit einem komplett grünen Kautschukband, aber ja, ich bin ja schon ruhig. Ich bin ja schon ruhig. Nee, Konstantin, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu wund. Also Union Glas Hütte, die machen doch eher klassische Uhren. Ja, machen sie und da habe ich auch was Interessantes. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich ja auch ein bisschen in den Chronographen aus der 1893er Linie verguckt. Im Endeffekt haben wir hier einen klassischen Chronographen mit Handaufzugswerk und von der Verzierung her ist das ein absoluter Hingucker. Aber auch von vorne kann sich die Uhr sehen lassen. Wir haben 41 mm Durchmesser und das Blatt hat so einen porzellanfarbenen bzw. emaillefarbenen Ton. Passend dazu sind dann auch die gebläuten Zeiger. Gerade in Verbindung mit diesem weißen Blatt kommt das echt gut zur Geltung. Und ganz ehrlich, meine Lieben, da passt auch dann am besten das Lederband mit der Krokoprägung zu, weil das ist für mich schon so ein Dresschrono, oder? Was meint ihr? Ziffernblätter bis jetzt zu hell? Da habe ich, denke ich mal, auch was Interessantes für euch, nämlich den Union Glas Hütte Belisar Chronographen, der neu vorgestellt worden ist vor kurzem, mit einem grünen Ziffernblatt. Aber nicht nur einfach grün, sondern eins mit einem wirklich schönen Farbverlauf. Das Ganze fängt an dem Rande des Blattes in schwarz an und wird immer grüner bis zur Mitte des Blattes. Schön finde ich hier auch, dass Union Glas Hütte die Chronographen Totte-Desertoren in weiß hinterlegt hat. Die kleine Sekunde der Zeitanzeige ist dann in schwarz gehalten. So kann man sich entweder auf die Zeitanzeige oder eben auf die Funktion des Chronos konzentrieren. Und wenn euch das bis jetzt alles zu rund war, da habe ich dann auch noch was Eckiges für euch. Das Ganze dann in Form des Union Glas Hütte Averin Chronographen 41x41 mm und wir haben on top dann auch noch ein Kalenderchronographen. Die Datumsanzeige wurde auch nochmal interessant gestaltet. Wir haben hier mehrere Zeiger, die dann unterschiedlich lang sind und dann dementsprechend immer das richtige Datum anzeigen. Ob jetzt mit Kalender oder ohne. Schön finde ich, dass alle gezeigten Chronographen hier immer mindestens eine Wasserdichtigkeit von 100 Meter haben. Das macht das Ganze dementsprechend dann auch immer sehr alltagstauglich. Zudem geht nochmal ein riesiges Dankeschön raus an das gesamte Union Glas Hütte Team. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für mich, um mir die Marke wirklich näher zu bringen. Es hat echt Spaß gemacht, sich das Ganze im Detail anzugucken. Danke dafür. Aber meine Lieben, Schluss für heute. Und nicht vergessen, schreibt gerne unten nochmal im Kommentarfeld, was ihr wissen möchtet über die Marke, was ihr gerne sehen würdet an Modellen im Review und teilt auch eure Erfahrung mit Union Glas Hütte. Auch das würde mich wirklich interessieren. Aber meine Lieben, ich hoffe auf jeden Fall, euch geht's gut und ihr genießt die nächsten Tage. Zudem würde es mich wirklich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und sollte dem so sein, freue ich mich natürlich auch darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Ich sage dementsprechend Goodbye und auf Wiedersehen, reingehauen und bis zum nächsten Mal. Euer Konstantin. Macht's gut, meine Lieben. Ciao. Passt das? Das passt.
Musik.